Ubisoft. Und damit begrüße ich euch und ein herzliches Willkommen und Hallo zum neuen Projekt namens Sprachensimulator. Nein, natürlich nicht. Wir wählen uns die deutsche Sprachausgabe aus, haben die Möglichkeit zu wählen. Auf Französisch würde das deutlich weniger Sinn ergeben hier gerade. Und damit nochmal ein Willkommen zu Beyond Good and Evil. Let's play Beyond Good and Evil, um genau zu sein. Denn nach dem Guten, was wir gespielt haben in Black and White 1 und 2 und dem Bösen, was wir besiegt haben in Diablo 3, geht es nun weiter mit dem, was hinter all dem ganzen Krempel denn noch so liegen mag. Was das alles sein wird, kann ich selber noch nicht genau sagen, weil ich das Spiel bisher kaum bis gar nicht gespielt habe. Ich hatte das irgendwann mal erworben für schmales Geld. Ist, glaube ich, auf Steam immer noch ziemlich billig erhältlich oder nennen wir es günstig, weil das hat mir doch ziemlich gut gefallen und deswegen hatte ich das knappe Stunde mal angespielt und dachte mir, nee, das hebst du dir auf als Let's Play, weil mir das halt gut gefallen hat. Ich habe schon viel Gutes von dem Spiel gehört. Leider soll es wohl damals nicht so erfolgreich gewesen sein oder kommerziell erfolgreich, dass das groß verbreitet worden ist, damals 2003, als das rauskam. Und deswegen kennen das heute anscheinend nicht mehr ganz so viele Leute, aber jeder, der das kannte, hat mir gesagt, dass das Spiel doch sehr schön ist und man das durchaus mal spielen kann. Ja, und deswegen machen wir das einfach mal. Ich starte einfach mal ein neues Spiel und wir schauen einfach mal, was denn auf uns zukommt. Wie gesagt, ich werde mich wahrscheinlich an ein paar Stellen etwas blöd anstellen, für die Leute, die das schon kennen, weil ich halt selber noch nicht so die große Ahnung habe. Aber das kriegen wir alles hin. Na, fangen wir erstmal an und gucken mal, was denn hier so los ist. Neues Spiel. Der Krieg steht nun vor den Toren von Hillings. Dieser friedliche Bergbauplanet in System 4 wurde komplett von der Doms-Armada eingekreist. General Keck, Oberbefehlshaber der Alpha-Truppen, möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich ein letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Heliane, der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden sie... Sie kommen! Schnell, spring auf! Jade! Sag es, Paige! Ich kümmere mich um den Schiff! Los, mach schon! Schild aktiviert! Schild deaktiviert. Auf Ihrem Optima-Konto fehlen 350 Einheiten. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Das kann doch nicht wahr sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hol Sie die Jade! Geht wieder rein und... Wow, und da sind wir auch schon direkt im Spiel, wa? Und sind jetzt hier als Jade am Gange. Hier sind diese seltsamen Viecher, die uns angegriffen haben und die Kinder gerade mal gefangen nehmen. Und wir müssen uns jetzt verteidigen, haben hier dieses kleine Stöckelchen und kloppen hier einfach mal wild drauf herum. So, ja, aber hier alles nach der guten alten Draufhau-Methode dezimieren. Ja, und einer ist schon befreit. Wunderbar. Ah, und der nächste. Das ist alles erstmal zum Warmwerden hier natürlich. Aber trotzdem nicht weniger actionreich. Mal mit dem Feuer und so ein bisschen aufheizen.
So, und ein paar derbe Moves hier hingelegt. Und vor allem nicht treffen lassen. Na, einer geht noch. Pam. Feierabend. Oder? Oder? Mundgeruch. Halt durch, Jade, ich komme! Paige. Befrei dich, Jade! Ich lenke es ab! Und da sind wir wieder dabei. So, halte linke Maustaste gedrückt, um Energie dieses Dojo aufzuladen. Und Pumpsen. Haben wir gemacht. Aufs Auge, Jade! Und jetzt werden wir weiter knüppeln. Immer drauf aufs Auge. Und wir lassen uns natürlich nicht treffen mit diesem Strahl. Können hier ein bisschen ausweichen. Und wieder aufladen, aufladen, aufladen. Aufladen und freilegen. Wieder drauf. Naja, ist ja gut. Bin ja dabei. Nenn mich nicht Mädchen. So, und weiter drauf. Natürlich alles jetzt erstmal ein bisschen, wow. Bisschen derbe Action am Anfang. Noch keine Ahnung, worum es hier eigentlich geht, aber es macht nichts. Da haben wir es geschafft. Vielleicht. Aber sieht ganz gut aus. Damit wäre der Drops gelutscht quasi, also bis auf den er da noch ist. Puh, haben wir endlich mal unsere Ruhe hier oder unsere bisschen Zeit zum Durchatmen, liebe Jade, die du hier in der Mitte stehst und so schön auf uns niederguckst. Hallo. So, Paige ist auch da. Reden wir erstmal kurz. Danke nochmal für die Hilfe. Um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig besorgt, Jade. Die Doms schlagen immer härter zu und sie kommen immer näher. Tja, die Dialoge sind leider nicht betextet oder besprochen hier, aber kann man halt lesen. Eine Perle, glaubst du das? Na klar, nimm sie mit. Sie ist wertvoll. Brauchst du Energie? Hier. Ach so. Danke. Na gut. Das heißt, wir haben hier auch, also wir sehen hier im Inventar oben links sehen wir uns selber, oben rechts sehen wir unseren Begleiter hier, unseren Page, der nicht die ganze Zeit natürlich bei uns ist, aber wir können, wenn wir dann, huch, nicht durch die Gegend springen, sondern na, wenn man hier ins Inventar schaut, haben wir hier drei Charaktere anscheinend bis zu, die wir hier ein bisschen betüdeln können und sowas. Aber erstmal nehmen wir hier die Perle. Damit können wir die Reparatur des Hovercrafts bezahlen. Hey Sekundo, kannst du das mal für mich scannen? Okay, Jade. Eine Perle von Aramis. Bueno, Jade. Aber Vorsicht. Ich habe dich nach dem Kampf durchgecheckt und bemerkt, dass etwas in dein Psychokarma eingedrungen ist. Die Mamagu-Werkstatt akzeptiert dies gerne als Zahlungsmittel. Schwarzmarkt. Perlen haben wir jetzt eine bekommen. Können wir uns jetzt hier anschauen. Wir haben hier quasi unser Inventar in eingescannter Form. Digitalisiert. Und gehen jetzt wieder raus. Erstmal überhaupt alles kennenlernen und sowas. Alpha-Abteilung, Patrouille 21, alles klar. Sie können gefahrlos nach oben. Sehr sportlicher Gang. Mhm. Quatschen wir erstmal ein bisschen mit. Hier ist ja sonst anscheinend nichts zu holen. Wir sind irgendwo in der Unterwelt nicht, aber
tief gefallen. Was auch immer hier gerade, oder was auch immer das für ein Viech war, was wir dir überhaupt auseinandergehauen haben. Danke für die Hilfe. Nichts zu danken, Fräulein. Es ist die Aufgabe der Alpha-Abteilung, die Einwohner von Hyllis zu beschützen. Ja, hat super funktioniert mit dem Beschützen. Vielleicht weiß Paige noch was. Nach Ihnen, mein Herr. Nein, Ladies first. Außerdem traue ich diesen neumodischen Aufzügen nicht. Na gut, dann nicht. Ich gehe mal eben selber. Ja, ich als Lady hier. So. Hier auf Hillis hat der Krieg sein grausiges Gesicht gezeigt. Viele Zivilisten fielen ihm zum Opfer. Zum Glück trafen unsere Eliteeinheiten wieder einmal gerade rechtzeitig hier ein. Ich berichte live aus dem Refugium am südlichen Leuchtturm. Hier wurden einige der Kinder, deren Eltern gefangen genommen wurden, von zwei tapferen Hillianern in Sicherheit gebracht. Ein paar Worte für unsere Zuhörer? Ihr Jungs seid nicht unbedingt die Allerschnellsten. Macht weiter so und nächstes Mal ist vielleicht nichts mehr übrig, was gerettet werden kann. Schnitt! Hey, Opa, bleib locker. Verbrennt ihr bloß nicht den Mund. Okay, Jungs, das war's. Packt zusammen. Danke, Paige. Wenn du nicht gewesen wärst, ich... Jade! Großer Gott, stell das hier um! Jade! Sie ist okay, sie wacht auf. Oh, Jade, wie geht's dir, mein Schatz? Mir geht's gut, Paige. Gut. Immer noch keine Energie? Nein. Und ohne den Schild sind wir ein gefundenes Fressen für alle Vorax in der Nähe. Was für ein Pessimisto. Euer ergebener Diener Secundo hat die Lösung eurer Geldproblemos gefunden. Secundo... Wir sitzen hier fest, ohne Hovercraft und ohne Schild. Optima hat uns den Saft abgedreht. Das Konto ist leer. Einheiten? Du brauchst Einheiten? Dann komm zu Secundo, schöne Senorita. Hör zu. Die Senorita-Direktorin vom Forschungszentrum will eine Aufstellung aller Tiere auf diesem Planeten. Wie gibt ihr mucho dineros für alle Fotos mit kleinen Tieren drauf? Mira, dieses Vieh zum Beispiel, mach ein Foto davon und tata, mucho Einheiten verdient. Sogar dein Hund interessiert sie. Mal wieder einer von deinen Superplänen, Secundo? Schätze, ich muss mal deine Schaltkreise checken. Wer sollte sich jetzt für sowas interessieren? Wir stecken mitten in einem Krieg. Du verstehst nada, Speckschwarte. Die Kontrolle über die Spezies ist mucho importante. Jade, geh und hol dir deine Kamera zurück. Dann werden wir sehen, ob Secundo Pepperoni in deinen Schaltkreisen hat. Adios, Muchachos. Ich habe deine Kamera gefunden, Jade. Ich lege sie hier hin. Ja, und da sind wir tatsächlich wieder selbst am Start, Fräulein Jade. Ich glaube, man kann mittlerweile, oder ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich finde die ganze Inszenierung und alles bisher sehr schön. Deswegen dachte ich mir auch, komm, das spielst du mal länger und halt vor allem stellst du das hier mal vor, weil es mir bisher halt sehr gut gefallen hat, wo ich das angespielt habe. Wir können uns jetzt hier diese Kamera nehmen, die in der Gegend herumsteht und können damit, das war das Falsche, nehmen wollen wir die, natürlich. Kamera bereit. Jetzt liegt es an dir, Jade. Ja, und mit der Kamera sollten wir auch gut umgehen lernen, denn die werden wir noch brauchen. Wir können uns die nochmal von allen Seiten anschauen. Aha. Ja, schöne Klumpen. Nicht mehr das neueste Modell, aber es funktioniert. So, Kamera aktivieren, Umschalt, zielen können wir uns umschauen. Zoomen können wir auch, Fotos schießen können wir auch. Wunderbar, weitermachen können wir auch, um Bilder anzusehen. Kamera im Inventar auswählen, linke Maustaste, Fotoalbum öffnen. Bewegen, linke Maustaste. Ja, ne? Was? Scanalyzer-Funktion. 2D, 3D, fotografiere Wandkarten in 2D. Aha, sie werden analysiert und in 3D umgewandelt. Das heißt, wir lernen jetzt erstmal hier die Grundlagen, wie man denn überhaupt umgeht mit den ganzen Sachen hier. Halte Umschalt gedrückt. Fotomodus. Zack, da sind wir. Um ein Foto zu machen, können wir hier ran und wegzoomen. Einfach mit dem Mausrad ist noch viel einfacher. Wenn der Kreis hier grün ist, dann ist das alles wunderbar eingestellt. Wenn es rot ist, wie man jetzt sieht, dann ist es halt blöd. Wenn grün ist, machen wir ein Foto. Und haben ein Foto von diesem Tierchen gemacht. Das schicken wir an... Hallo,
Wir benötigen eine komplette Auflistung aller hier lebenden Tiere. Viel Glück. So, das heißt, wir haben das Foto jetzt an die ans Forschungszentrum geschickt und bekommen dafür Kohle. Und wir sehen, aha, hier sind noch einige Fragezeichen, die noch gefüllt werden müssen. Und jetzt mag man sich erstmal denken, hoch nach all der Action gerade, was ist denn das hier mit dem Rumfotografiererei-Gezeugs hier? Aber das ist quasi die Möglichkeit, wie wir denn hier... Uns alle holen. Ja, ist ja gut. Wir werden alle sterben. Das ist die Möglichkeit, wie man hier sein Geld verdient. Und auch das fand ich eigentlich als Idee ganz nett, ne? Weil es halt ein bisschen so als Abwechslung, dass man nicht die ganze Zeit hier nur irgendwie am Herumrennen und Schnetzeln und sowas ist, sondern halt diese Abwechslung zwischen Kämpfen und der Ruhe, die man hier durch solche Aktionen hat. Und einfach, dass man sich hier die ganze Gegend schön anschauen kann, weil alles doch so hübsch gemacht ist. Überall sind irgendwelche lustigen kleinen Sachen, die das alles lebendig gestalten. Und wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um im Haus, wo wir gerade sind. Dass wir erstmal uns hier ein bisschen umsehen können, wo wir denn eigentlich sind, was wir machen. Wir sind Jade. Das, ich sag mal, ein Grund, warum mir das Spiel überhaupt aufgefallen ist, wo ich das, oder bevor ich das geholt habe, war, weil mir der ganze Stil, also die, ne, die Person hier, die kannte ich noch von damals aus den Zeitschriften oder auch aus irgendwelchen Videos. Aber damals hat es mich dann halt doch nicht so interessiert. Aber ich dachte mir, ach komm, wenn du das hier schon kennst, für die 5 Euro guckst du das einfach mal an. Und ich muss sagen, bisher fällt es mir gut. Wir sollen hier halt Bilder machen von allen hier lebenden Tieren. Und natürlich ist auch der Hund ein Tier. Auch davon machen wir ein Foto. Ein Canis Canis. Ja, das ist, sieht auch aus wie ein Kanister. So, Forschungszentrum. Super Exemplar. Bild gespeichert. Wir brauchen 350 Einheiten. Uns wurde der Strom leider abgestellt. Das heißt, unser Schutzschild hat nicht funktioniert. Und deswegen haben wir überhaupt die Angriffe hier abbekommen, gegen die wir uns immerhin noch wehren konnten. Sonst wären die ganzen Kinder hier verloren gewesen. Das sind natürlich nicht alles unsere Kinder. Wir sind quasi in einer Art Waisenheim nicht, aber na, vielleicht doch. Ich weiß nicht so ganz genau. Auf jeden Fall sind wir hier in so einer Betreuungsstätte für Kinder, die es nicht diese einfach Doms haben. Haben unsere Eltern entführt, oder Jade? Ja, aber vielleicht leben sie noch. Und genau das kriegen wir auch immer mit, wenn wir hier durch die Zimmer durchlatschen. Das heißt, wir kriegen etwas von der Atmosphäre mit. Grafik ist natürlich nicht mehr ganz neu, aber immerhin ist das Spiel auch schon 9 Jahre alt. So, wir nehmen jetzt mal eins von diesen Sachen hier mit. Gute Arbeit. Und zwar sind das die Starkos. Die stellen eine Herzenergie wieder her. Auswählen können wir die mit 2 und 3, essen mit Q. Können wir alles machen. Sehen wir oben links, dass wir die gerade ausgewählt haben. Na, können wir hier hinschalten. So. Könnten wir essen? Machen wir auch am besten, weil wir blinken rot. Das heißt, ein Herz ist wiederhergestellt. Nur einmal weggenommst. Hier hängen noch irgendwelche Bilder rum und sowas. Und wir sind auf der Suche nach Tieren. Wir legten dann noch zusammengefaltet. Hm, oh, ja gut. Und, ja gut, was heißt Tiere? Lebewesen allgemein. Und auch sind das hier natürlich Lebewesen. Nicht gelistete Spezies, organische Materie, das hoffe ich mal. Und Foto. Homo sapiens, ach Mensch. Okay, ich habe mein Archiv aktualisiert. Und damit haben wir über 350 von den Einheiten. Okay, Jade. Ich überweise die Dineros an diese miesen Optima-Typen. Wunderbar. Und damit wäre der Strom auch wieder aktiviert. Danke, dass Sie sich für Optima entschieden haben. Schild aktiviert. Gute Arbeit, Jade! Ich guck mal, ob wirklich alles wieder funktioniert! Komm mal hier runter! Hier ist eine Mission für dich! Jade reporting. Mission M-Disk liegt bereit.